Herzlich willkommen zu Alle Wetter an einem Tag, der uns vor allen Dingen Wolken zu bieten hatte. Ganz selten, dass mal die Sonne rausgekommen ist. Es hat etwas geregnet und es hat auch etwas geschneit auf den Bergen. Also wenn Sie mich fragen, das ist kein Wetter für das Freibad. Wobei in Karlsruhe sieht man das anders. Da ist heute ein Freibad aufgemacht worden, hat die Saison sozusagen eröffnet. Und es waren tatsächlich ungefähr 30 Hartgesottene da, die in das Wasser gestiegen sind. 28 bis 29 Grad hatte das etwa. Die Luft hatte allerdings nur 4 Grad. Und es gab kalten Regen, wie es heißt. Und das Bad heißt Sonnenbad. Für Sportschwimmer ist das vor allen Dingen gedacht. Die nutzen es wirklich das ganze Jahr über. Ja, Sonnenbad, da ist wirklich der Name Programm. Ob die Sonne heute auch auf dem großen Feldberg zu sehen war, das schauen wir uns jetzt mal an. Und wir sehen, nee, da oben war sie nicht. Da sieht es sehr, sehr winterlich aus. Hatte aber auch was Schönes, finde ich. Wissen Sie, was ein Wetterpilot macht? Naja, vielleicht sind Sie bald auch einer. Wetterpiloten, das sind Menschen, die haben extra eine Wetterstation aufgebaut. Und die Daten, die sie damit gewinnen, die schicken sie an eine der Hörfunkwellen des Hessischen Rundfunks, nämlich an HR1. Und was Wetterpiloten so machen, das haben wir heute mal in Erfahrung gebracht. Und als wir da geklingelt haben, da wurden wir schon erwartet. Wetterpilotin Angela Sulzmann aus Kilianstetten öffnet uns. Michael Köckritz, Meteorologe aus der hr-Wetterredaktion, begleitet mich. Gemeinsam wollen wir ihre Wetterstation begutachten. Angela Sulzmann ist seit 2009 Wetterpilotin für hr1. Ihre Leidenschaft fürs Wetter hat sie schon in ihrer Kindheit entdeckt. Jetzt liefert sie jeden Tag Daten ans Radio. Jeden Morgen 6 Uhr wird auf jeden Fall erstmal die Außentemperatur gemessen. Und dann natürlich auch die Regenwassermengen, also die Niederschläge. Nur wenn extreme Schneemengen sind, wie gesagt, dann muss ich es eben auftauen. Der Temperaturfühler der handelsüblichen Wetterstation hängt am Balkon. Nach Westen ausgerichtet auf braun gestrichenem Holz. Der Meteorologe hat da einen Tipp. Bis am Abend spät immer im Schatten ist. Im Idealplatz, wenn man jetzt eine Hauswand hat und man kann die nicht irgendwo im Freien anbringen, wie das zum Beispiel die Klimahütte des DWD vorschreibt, dann würde ich sagen, eine Nordwand, weiß gestrichen, dann ist das sicherlich noch eine bessere Wahl. Dem kommt unser nächster Wetterpilot schon näher. Manfred Ekloff aus Obermockstadt hat eine Klimahütte im Garten. Weiß gestrichen, mit Lamellen gut belüftet. Kommt er der Temperaturmessung der Profis schon ganz nah. Normalerweise müsste man über 2 Meter Grund über Wiese messen. Das haben wir hier leider nicht gegeben. Also sie ist erstens nicht 2 Meter hoch, auch nicht über direkter Wiese, sondern über Äste. Das ist leider ein Problem, vor allen Dingen im Sommer. Das heißt, da würde Wärme aufsteigen und das Messergebnis verfälschen. Aber nur minimal. Und für die Sache sind die Wetterpiloten richtig erfinderisch. Manfred Ekloff misst den Niederschlag in Schneeform in einem Quadratmeter großen Kasten. Fängst du da den Schnee auf und lässt einen Tau und misst das. Dann habe ich die Niederschläge umgerechnet in, also Schneehöhe umgerechnet in Liter. Die Informationen der Wetterpiloten gehen tagtäglich bei hr1 auf Sendung. Aktuell aus der Region mit viel Herzblut. Ich habe ganz großen Respekt vor unseren Wetterpiloten, muss auch wirklich Danke sagen. Das ist alles ehrenamtlich, was sie tun und wie sie es tun. Bei Wind und Wetter gehen sie raus, nehmen das Thermometer zum Teil aus der Küche mit raus, um zu messen, stehen da und zittern, nehmen den Zollstock, messen die Schneehöhen. Und zum Teil sind sie auch sehr, sehr professionell ausgerüstet. Wer jetzt Lust bekommen hat, hr1 sucht weiter nach Wetterpiloten. Voraussetzung, Internetzugang und eine Wetterstation. Na, haben Sie Lust gekriegt, auch mal Wetterpilot zu sein? Ja, was Sie dazu machen müssen, die Informationen, die finden Sie auf unserer Homepage. Alle Wetter, hronline.de. Die Adresse kennen Sie sicherlich mittlerweile auswendig. Und natürlich geht es eigentlich nur übers Internet.